Hallo Leute, hier ist der Kai von Watchwise und heute schauen wir uns genau an, wie die besten Replikas von Rolex-Uhren gegen das Original abschneiden und ich erkläre euch anhand von 5 Merkmalen, wie ihr euch beim Kauf einer Uhr vor bösen Überraschungen schützen könnt. Viel Spaß! Für kurze Zeit gibt es jetzt 25% Rabatt auf unsere Uhrenschutzfolien für die Rolex Submariner und die Rolex GMT Master 2. Die Folien lassen sich innerhalb von 5 Minuten an deine Uhr anbringen, halten perfekt, auch bei täglichem Tragen und sogar beim Reinigen der Uhr und sind im Alltag so gut wie unsichtbar. Damit bleibt deine Uhr in einem Zustand wie neu. Klicke jetzt hier oben rechts oder in der Videobeschreibung und schütze deine Uhr mit Protect Your Watch. Ganz viele von euch haben unter unserem letzten Fake vs. Real Video und auch auf anderem Wege gefragt, ob wir nicht nochmal so ein Video machen könnten und genau deswegen haben wir uns für dieses Video den wohl schwersten Fall ausgesucht für diesen Vergleich und zwar die schwarze Submariner ohne Datum. In diesem Video zeigen wir euch die 5 wichtigsten Merkmale, um eine falsche Rolex zu erkennen, damit ihr das Risiko, bei einem Uhrenkauf 1000 Euro für eine Replika zu verbrennen, so weit wie möglich minimieren könnt. Und nach den 5 Merkmalen sagen wir euch noch 3 Möglichkeiten, wie ihr mit 100%iger Sicherheit Luxusuhren einkaufen könnt. Und weil viele von euch unter unserem letzten Video auch gesagt haben, es sei sehr einfach, einen Fake zu erkennen, waren wir in Stuttgart und haben mal getestet, wie gut Leute in der Lage sind, die beiden Uhren zu unterscheiden. Und das zeigen wir euch ebenfalls nach den 5 Merkmalen. Und eine kurze Info, bevor wir mit den 5 Merkmalen beginnen. Ich bitte euch als Zuschauer, keine Replikas zu kaufen. Abgesehen davon, dass Replikas nur etwas für Blender sind, unterstützt ihr damit auch tendenziell unregulierte und dubiose Hersteller. Und ich bin mir sicher, dass keiner von euch das möchte. Diese Replika haben wir übrigens auch nicht gekauft, sondern wir haben sie uns für das Video lediglich für ein paar Tage ausgeliehen. Jetzt, wo das geklärt ist, legen wir direkt los mit den 5 Merkmalen. Merkmal Nummer 1 ist das Gehäuse. Wo man sich früher fast die Hand geschnitten hat, weil falsche Uhren so eine schlechte Verarbeitung hatten, hat sich heute leider einiges getan. Die Gehäuseform der beiden Uhren wirkt praktisch komplett identisch und auch die Bürstung ist sowohl bei der echten Uhr als auch bei der falschen auf einem ähnlichen Niveau. Auch unter Vergrößerung wage ich hier nicht zu behaupten, dass ich einen deutlichen Unterschied sehen würde. Bei der Aufzugskrone gibt sich ein ähnliches Bild wieder. Auf den ersten Blick sehen beide Kronen komplett identisch aus und erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Krone dieser Replika etwas weiter aus den Crown Guards herausragt und dass die Rillen bei der echten Krone etwas feiner verarbeitet sind als die bei der falschen. Diese Ähnlichkeit setzt sich auf dem Armband der beiden Uhren fort. Während Armbänder bei früheren Replikas oftmals entweder sehr scharfkantig oder mit einer viel zu starken Bürstung daherkamen, kann man bei der heute gezeigten Uhr überhaupt gar keine Unterschiede erkennen. Auf der Innenseite des Armbands finden wir hier die noch größten Unterschiede, was jedoch nicht heißen soll, dass es in irgendeiner Weise leicht erkennbar wäre. Die Bürstung der falschen Uhr ist nämlich hier etwas markanter und deutlicher zu erkennen, bei der originalen muss man dafür etwas genauer hinsehen, um da wirklich den Strich erkennen zu können. Weiter geht's mit Merkmal Nummer 2, die Schließe. Bei der letzten Replika, die wir hier gezeigt hatten, war die Schließe eines der Merkmale, woran man sie am schnellsten festmachen konnte. Schockierenderweise sind bei diesem Modell wirklich einige der markantesten Merkmale, die man auch mit bloßem Auge sehen konnte, nicht mehr zu sehen. So ist die Schließe der nachgemachten Uhr inzwischen wirklich sehr, sehr ähnlich verarbeitet wie die des Originals. Nach sehr scharfen Kanten oder sehr engen Spaltmaßen sucht man hier vergeblich. Auch bei der Krone auf der Schließe hat sich einiges getan. Mit bloßem Auge erkennt man, wo bei der anderen Replika noch deutliche Schweißränder zu sehen waren, inzwischen praktisch gar nichts mehr. Und erst wenn man wirklich 5- bis 10-fache Vergrößerung zur Hilfe nimmt, erkennt man, dass es einen kleinen Rand zwischen der Krone und dem Bügel selbst, auf dem die Krone platziert ist, zu geben scheint, was man bei der echten nicht findet. 2 weitere Punkte, auf die man bei der Schließe unbedingt achten sollte, sind die Höhe des mittleren Teils der Schließe. Dieser ist nämlich bei der falschen Uhr etwas höher als beim Original und vor allem das Glide-Lock läuft bei bis jetzt keiner Replika, die ich je gesehen hatte, mit dem gleichen Widerstand wie bei der echten Uhr und wirkt meistens ziemlich klapprig. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Seid ihr schon mal nach Replika auf die Schliche gekommen und wenn ja, woran habt ihr es erkannt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Machen wir aber direkt weiter mit Merkmal Nummer 3, der Lünette. Hier war es bei der grünen Replika Submariner aufgrund der Färbung relativ einfach, einen Unterschied zu erkennen. Sogar ohne eine Referenzuhr hat dieser schöne, fast giftgrüne Farbton bei der Replika einfach gefehlt und sie sah bei schlechtem Licht fast schon schwarz aus.
Wie sieht's aber jetzt bei der sowieso schwarzen Variante aus? Ich kann euch sagen, in der Farbe selbst, also dem Schwarz der Lünette, erkennt man hier diesmal überhaupt gar keinen Unterschied. Nehmen wir doch jetzt beide Uhren nebeneinander, sehen wir, dass den Herstellern der Replikas offensichtlich besonders die Lünette schwer zu fallen scheint. Das beginnt zum Beispiel bei den Indizes auf der Lünette. Diese sind bei der echten Uhr platiniert und mit einem guten Kontrast gegen das Schwarz der Lünette auch sofort gut lesbar. Nimmt man dagegen die Falschuhr in die Hand, fällt sofort auf, dass besonders mit der echten nebenan die Indizes sich deutlich schlechter vom Schwarz der Lünette abheben. Schauen wir unter Vergrößerung genauer hin, dann sehen wir auch, wieso das so ist. Bei der falschen Uhr scheinen die Indizes nicht platiniert, sondern bemalt zu sein. Und das führt dann eben dazu, dass zum einen eine deutliche Struktur in den Indizes selber sichtbar ist, wo das Original praktisch komplett glatt verläuft. Zum anderen unterscheidet sich auch der Farbton selbst und bei der falschen Uhr gibt es dunklere und hellere Stellen innerhalb der Indizes. Nachdem wir bei der Lünette schon einige Merkmale der falschen Rolex gesehen haben, ist nun die Frage, wie sieht es auf dem Glas und dem Zifferblatt der falschen Uhr aus, dem vierten und vorletzten Merkmal für das heutige Video. Als Sicherheitsmerkmal lasert Rolex bei praktisch allen neuen Modellen außer der Milgaus, soweit ich weiß, auf 6 Uhr eine winzige kleine Krone ins Glas. Diese ist jedoch leider inzwischen ebenfalls bei den Replikas vorhanden und ironischerweise ist der beste Anhaltspunkt hierfür das Replikat, dass man die Krone viel zu schnell findet. Das liegt wahrscheinlich an der etwas gröberen Verarbeitung. Weil die 114060 kein Datum hat, müssen wir auf eines der einfachsten Merkmale von Fake-Uhren verzichten. Wie können wir also doch sicherstellen, dass wir nicht gerade dabei sind, 8000 Euro für eine 500 Euro Fake-Uhr auszugeben? Mit dem bloßen Auge wird es hier wieder schwierig bis unmöglich, Unterschiede zu erkennen. Mein bester Tipp für euch ist, sich die Indizes ganz genau anzuschauen. Schon mit bloßem Auge merken wir, dass die Ränder der Indizes erstens weniger rund bei der Replika erscheinen, als sie das beim Original sind, und das gibt den Indizes der falschen Uhr eine flachere Optik. Zum anderen sind die Ränder der Indizes auch etwas breiter als bei der echten Rolex. Da gibt es bei den falschen Uhren wohl noch deutlich größere Toleranzen bei der Verarbeitung. Beides Merkmale, die ein geschultes Auge definitiv auch schon ohne Lupe erkennen kann. Bei den Zeigern sieht es schon wieder anders aus, denn ohne Lupe sehen die Zeiger beider Uhren praktisch gleich aus. Man erkennt sogar mit bloßem Auge, dass die Leuchtmasse bei beiden Exemplaren, übrigens auch gleich stark leuchtend, in die Zeiger eingelassen wurde. Nicht so wie bei billigen Replikas, dass das einfach aufgeklebt ist. Vergrößern wir das Ganze jedoch wieder, so sehen wir sofort deutliche Unterschiede. Die Zeiger der echten Rolex wirken auch auf 5- oder 10-facher Vergrößerung noch perfekt und plastisch. Bei der falschen Uhr sehen wir auf diesem Niveau jetzt deutliche Ungenauigkeiten. Die Zeiger sehen scharf aus und es scheinen sogar Reste des Materials von der Verarbeitung auf den Zeigern liegen geblieben zu sein. Kommen wir nun zu dem Merkmal, das bei dieser Replika das eindeutigste Merkmal ist. Merkmal Nummer 5, das Uhrwerk. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wieso bei einer laut des Absenders über 500 Euro teuren Uhr so eine grobe Ungenauigkeit gemacht wird, aber das Werk macht es in diesem Fall wirklich lächerlich einfach, die Uhren zu unterscheiden, selbst ohne Referenzuhr. Hier gibt es aber noch keine Entwarnung, dazu aber gleich am Schluss des Videos noch mehr. Das Werk, das hier verbaut ist, ist laut dem Besitzer der Uhr ein Klonwerk eines ETA-Werks und etwas größer als das in der Rolex verwendete Manufakturkaliber 3130. Genau das ist auch der Grund dafür, dass das Gehäuse der falschen Uhr übrigens auch etwas größer ist als das der Originalen, was ich aber nur weiß, weil es mir der Besitzer gesagt hat. Aber wir erkennen das an einem kleinen, ca. 1 mm großen Ring zwischen Lünette und Reo bzw. Zifferblatt, welchen wir bei der echten Rolex Submariner so definitiv nicht finden. Weiß man das, fällt es einem sofort ins Auge, wenn man die beiden Uhren nebeneinander sieht. Es geht aber nochmal deutlich weiter. Das in der Replika verwendete Werk bietet erstens viel mehr Widerstand beim Aufziehen als das echte Werk und zum anderen scheint das Werk eigentlich eine Datumsschnellverstellung zu besitzen. Man kann nämlich auf der Position 2 der Krone die Krone einfach durchdrehen, ohne dass irgendwas passiert. Wir vermuten, dass einfach hier das Datumsrad weggenommen wurde, die Funktion aber beibehalten wurde und dieses Werk dann einfach in der Uhr eingebaut wurde. Okay, ihr kennt jetzt die 5 wichtigsten Merkmale, um eine echte Rolex von einer falschen unterscheiden zu können, aber gibt es eine 100%? Sicherheit? Die Antwort auf diese Frage ist leider nein. Die erste Replika, die wir getestet haben, hatte die größten Unterschiede beim Band und der Zifferblattfarbe. Dafür war das Werk sogar optisch dem echten Rolex-Werk zum Verwechseln ähnlich. Bei der heute gezeigten Replika sind Band und Schließe auf einem viel besseren Niveau verarbeitet, dafür wurde aber beim Werk total rumgeschlampert. Alles in allem lässt sich hier einfach sagen, man muss immer genauer hinschauen, um falsche Uhren zu erkennen. Und genau deswegen empfehle ich euch einen der 100%ig sicheren Wege zum Uhrenkauf zu verwenden.
Der erste und logischste Weg ist natürlich der Gang zum offiziellen Rolex-Händler. Hier gibt es aber oft auch Probleme mit der Verfügbarkeit oder man will eine Uhr ja vielleicht auch mal gebraucht kaufen und genau deswegen ist der zweite Weg zum sicheren Uhrenkauf bei einem vertrauenswürdigen Grauhändler einzukaufen. Ich verlinke euch gerne davon 3 Stück unten in der Videobeschreibung. Bei diesen Händlern könnt ihr euch 100%ig sicher sein, nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und wer sich auch bei anderen Händlern umschauen und vergleichen möchte, dem empfehle ich den Trusted Checkout von Chrono24. Bezahlt man über diesen, kann man 7 bis 14 Tage die Uhr ohne Grund zurückschicken und bekommt sein Geld zurück. Und genau diese Zeit würde ich dann nutzen, um die Uhr von einem Uhrmacher prüfen zu lassen, was ich euch an dieser Stelle auch sehr ans Herz lege. Wer sich trotzdem traut, Face-to-Face zu kaufen, sollte sich gut mit Uhren auskennen und auf jeden Fall eine Lupe mit mindestens 5-facher Vergrößerung mitnehmen, denn die böse Überraschung, die ihr sonst erleben könntet, kann euch potenziell eine riesige Stange Geld kosten. Und damit ihr wirklich nicht unterschätzt, wie schwer es ist, die Uhren zu unterscheiden, vor allem wenn man nicht jeden Tag mit Uhren zu tun hat, zeigen wir euch jetzt noch, wie gut andere die beiden Uhren unterscheiden konnten. Ich würde mal sagen, dass es eine echte ist. Ich nehme mal an, die wird wirklich sauber gearbeitet. Jetzt würde ich fast sagen, dass das die Original ist und die erste eben die falsche. Ja, ich würde sagen, dass die hier die Original ist und die hier die gefälschte. Ich sag, die ist fake. Du sagst, die ist fake? Mhm. Zweite dazu. Die ist original. Ja, aber auch von den Merkmalen. Hier sind die eigentlich sehr... sehr ähnlich. Wenn du jetzt tippen müsstest, welches echt, welches falsch. Ja, würde ich dann doch sagen, die erste ist doch echt. Also die hier ist die echte? Ja, ja, ja. Und die hier ist die falsche? Jawohl. Okidoki. Du hältst gerade eine echte Rolex in der Hand. Das ist die echte? Das ist die echte. Ach, wow. So, ihr habt jetzt, glaube ich, gesehen, dass selbst mit einer Referenzuhr zum Vergleich die Unsicherheiten wirklich groß sind, weil die Leute auch nicht wissen, worauf sie achten müssen. Selbst eine Lupe war nicht immer Hilfsmittel genug, wenn man sich nicht auskennt. Aber genau diese Merkmale, auf die ihr immer achten müsst, kennt ihr nun. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder eure Erfahrungen in Sachen Replikas mit uns teilen wollt, dann freuen wir uns wie immer auf einen Kommentar von euch. Und ich bin wie immer mindestens 1 Stunde nach dem Upload des Videos noch selbst online, um alle eure Kommentare beantworten zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder.